بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit einem Unterricht über die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im letzten Unterricht haben wir über Bay'atul Aqaba al-Ula gesprochen. Bay'atul Aqaba, haben wir gesagt, ist der Treueeid, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einigen der Ansar, von den Bewohnern von Al-Madina, nahm. Al-Aqaba ist ein Ort bei Mina, dort wo die Pilger Hajj verrichten, bei Mina in Mekka. Und zwar war bei diesem ersten Treueeid, waren dort etwa 12 Mann. Und von ihnen war Ubadah ibn Samit, wie wir erwähnt haben, so wie es überliefert wurde, der gesagt hatte, كُنْتُ فِي مَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الْأُولَى وَكُنَّ إِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا. Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, sagte, ich war von denen, die bei diesem ersten Treueeid dabei waren. Und wir waren 12 Mann. Bis zum Ende des Hadiths. Heute werden wir mit der Erlaubnis Allahs über den zweiten Treueeid von den Leuten von Medina gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Den Treueeid, den sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam leisteten. Und zwar, nachdem diese 12 Leute zurückkamen nach Medina, verbreiteten sie den Islam. Und es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen der Sahaba mit ihnen schickte, um den Leuten dort den Islam und den Koran beizubringen. Und dies war Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu. So wie es in den Überlieferungen erwähnt ist. So dass danach kein Haus in Medina übrig war, außer dass es darin Männer und Frauen gab, die Muslime waren. Das Problem ist nur, diese Überlieferung, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair nach Medina mitsandte, um den Leuten den Islam beizubringen, ist schwach. Doch die Gelehrten der Sira, wenn sie diesen ersten Treueeid bei Al-Aqaba, yani bei Mina, erwähnt haben, erwähnten sie diese Entsendung von Mus'ab ibn Umair. Der zweite Treueeid bei Aqaba war am Ende des 12. Jahres nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und einige Monate vor der Hijra. Warum? Denn nach diesem Treueeid, den die Ansar dem Propheten sallallahu alaihi wasallam leisteten, vermehrte sich der Schaden von Quraysh gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und wurde schlimmer. So dass sie sich am Ende einigten, ihn zu töten. Worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte. Bei diesem zweiten Treueeid, Al-Bay'at Al-Aqaba Al-Thaniya, kamen etwa 70 Personen von Medina, von den Ansar und einige Frauen nach Mekka zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm diesen Treueeid zu leisten. Und zwar sagte Jabir radiallahu anhu im Hadith, den wir auch schon im letzten Unterricht erwähnt hatten, dass die Leute, nachdem sie vom Islam hörten, yani in Medina, dass vereinzelt die Leute nach Mekka gingen. So sagte er, فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ. So, er sagte, so gingen die Leute vereinzelt zu ihm raus, yani zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und glaubten an ihn
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam las ihnen den Koran vor. Jabir sagte: "Fayanqalibu ila ahlihi fayuslimuna bi islamihi." Diese Personen, die danach wieder zurückkamen als Muslime, sie waren der Grund, dass ihre Familien danach ebenfalls zum Islam übertraten. So sagte Jabir danach: حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رحط من المسلمين يظهرون الإسلام. So, dass es nachher was kein Haus gab von den Häusern der Ansar in Al-Medina, außer dass in diesen Häusern eine Gruppe von Leuten waren, die Muslime waren und den Islam öffentlich kundgaben. Jabir sagt weiter: ثم ائتمروا جميعا. Danach kamen sie zusammen. Wer? Die Ansar. Und sagten: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف. Bis wann sollen wir den Propheten صلى الله عليه وسلم sich in den Bergen von Mekka vertreiben lassen, während er sich fürchtet? Er sagte: فرحل إليه منا سبعون رجلا. So reisten zu ihm 70 Männer. حتى قدموا عليه في الموسم. Bis sie bei der Jahreszeit, yani bei dieser Saison von der Hajj, bei ihm ankamen. فواعدناه شعب العقبة. So vereinbarten sie ein Treffen mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم, wo? Bei den Wegen von Al-Aqaba. Das ist, wo haben wir gesagt? Bei Mina, in Mekka. Er sagte: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ. Als sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren, sagten sie ihm: O Gesandter Allahs, für was geben wir dir den Treueeid? So sagte er sallallahu alaihi wasallam: tubayi'uni ala as-sam' wat-ta'a fi an-nashaat wal-kasal. Er sagte: ihr leistet mir den Treueeid, dass ihr hört und gehorcht, und zwar in Zeiten der Motivation und in Zeiten der Trägheit. Wan-nafaqati fil-'usr wal-yusr. Und dass ihr in schweren wie in einfachen Zeiten ausgibt. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Und dass sie das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. Und dass ihr für Allah sprecht und nicht für Allah den Tadel eines Tadlers fürchtet. وعلى أن تنصروني. Und dafür, dass ihr mir helft. فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. Er sagte: und dafür, dass ihr mir helft und mich verteidigt, wenn ich bei euch ankomme, so wie ihr euch selbst und eure Frauen und eure Kinder verteidigt, worauf ihr dann das Paradies bekommt. So sagte Jabir: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ. Wir standen auf zu ihm und leisteten ihm den Treueeid. وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارٍ وَهُوَ مِنْ أَصْغَارِهِمْ. Einer der jüngeren Leute, die dort anwesend waren, nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Person hieß As'ad ibn Zurara radiallahu anhu. Er nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ruwaydan ya ahla Yathrib. Nicht so schnell oder langsam, o Leute von Yathrib. Was war Yathrib? Der Name von Al-Madina. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat danach verboten, Al-Madina Yathrib zu nennen. Wie dem auch sei, Zurara, As'ad ibn Zurara, nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ruwaydan ya ahla Yathrib. Langsam, o Leute von Yathrib.
فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني sagte langsam Leute von Yathrib, wir haben gewiss nicht diese Reise gemacht, außer weil wir wissen, dass der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَةً. Seine Vertreibung heute, yani wenn er zu uns kommen wird, von Mekka vertrieben wird und zu uns kommen wird, bedeutet, dass wir uns von den Arabern allesamt trennen. Warum? Weil die Araber allesamt waren gegen den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir ihn also aufnehmen und ihn unterstützen und verteidigen, heißt das was? Dass alle Araber gegen uns sein werden. Er sagte, وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَةً وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعُضَّكُمُ السُّيُوفِ. Er sagte, wenn er vertrieben wird, wir ihn aufnehmen, bedeutet es, dass wir uns vor den Arabern trennen werden. Und dass die Besten von euch getötet werden. Und dass die Schwerter euch verletzen werden. Die haben eine Anspielung, dass es Kämpfe und Kriege geben wird. Er sagte, فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ. Entweder seid ihr Leute, die standhaft sind, die geduldig sind auf dem, während die Belohnung, eure Belohnung bei Allah ist. وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جَبِينَ. Oder ihr seid Leute, die um sich selbst Angst haben. Er sagte, فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ أَعْذَرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Yani, wenn es so sein sollte, der zweite Punkt, dann macht es jetzt klar. Denn ihr habt somit eine Entschuldigung bei Allah. Yani, er will anspielen, nicht, dass ihr ihm sagt, jetzt wir werden dich unterstützen, wir nehmen dich auf und nachher kehrt ihm den Rücken. Sie sagten, أمط عنا يا أسعد, يعني ابتعد عنا. Sie sagten ihm, geh weg, Asad. فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبه أبدا. Sie sagten, geh weg, Asad. Bei Allah, wir werden diesen Treueeid niemals unterlassen. Und wir werden diesen Treueeid niemals ungültig machen. So sagte Jabir, فقمنا إليه فبايعناه. So standen wir zu ihm auf und gaben, leisteten ihm den Treueeid. فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أي بايعوه على أن لهم الجنة. So nahm er den Treueeid von ihm mit der Bedingung, yani mit den Dingen, mit den Bedingungen, die er erwähnt hatte, so dass er ihnen dafür das Paradies gibt. Yani bedeutet, sie gaben ihm diesen Treueeid, worauf die Belohnung dafür was sein wird? Das Paradies. Dies ist der Hadith von Jabir, radiallahu anhu. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, war ebenfalls einer derer, die bei diesem Treueeid, al-Bay'at al-Aqaba, anwesend war. Er sagte, خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. Er sagte, wir gingen raus, yani wir verließen Medina mit Pilgern aus unserem Volk, die Götzendiener. Die Araber früher vor der Islam pflegten ebenfalls nach Hajj zu pilgern, nach Mekka zu pilgern. Er sagte, sie als Muslime gingen mit diesen zusammen nach Mekka. وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معروف. Er sagte, wir beteten und wir kannten bzw. erlernten den Islam. Yani sie hatten schon Wissen. Und mit uns war البراء بن معروف. Er sagte, كبيرنا وسيدنا. Yani unser Großer, unser Führer.
Er sagte, فَلَمَّا تَوَجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ Als wir uns aufmachten, yani die Reise antraten, und Medina verließen, قال البراء لنا sagte dieser البراء zu ihnen, يَا هَؤُلَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ رَأْيًا Er sagte, oh ihr, bei Allah, ich habe eine Meinung. In wa inni wallahi ma adri tuwafiquni alayhi am la. Und bei Allah, ich weiß nicht, ob ihr mit mir einig sein werdet oder nicht. Sie sagten, wa ma dhak, und was ist diese Meinung, diese Idee? Sagte, qad ra'aytu an la ad'a hadhihi al-baniyyah aw al-binya minni bi dhahr. Ich finde, dass ich dieses ich finde wahrlich, dass ich dieses Gebäude nicht hinter mir lassen. Und er meint die Kaaba. Er sagte, وَأَنْ أُصَلِّيَ إِلَيْهَا Und ich finde, dass ich zu ihr bete. Warum? Wenn die Leute von Medina nach Mekka kommen, dann richten sie sich Richtung Süden. Warum? Weil Mekka südlich von Medina ist. Dann wo pflegten die Leute vorher hinzubeten? Nach Scham, in den Norden. Er sagte, ich möchte nicht die Kaaba hinter mir haben. Ich möchte mich beim Gebet zu der Kaaba richten. Wer? Al-Bara ibn Ma'ruf. So sagten sie, Wallahi ma balagana anna nabiyyana yusalli illa ila Scham. Sie sagten, bei Allah, uns hat nicht erreicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam außer nach Scham betet. وَمَا نُرِيدُ أَن نُخَالِفَهُ Und wir wollen ihm nicht zuwiderhandeln. Er sagte, إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا Er sagte, ich bete zu ihr. So sagten sie, لَكِنَّ لَا نَفْعَلْ Sie sagten, doch wir nicht. Er sagte, فَكُنَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ وَصَلَّ إِلَى الْكَعْبَ Wenn die Gebetszeit eintrat, beteten wir Richtung Scham und er Richtung Kaaba. Hatta qadimna Mekka, bis sie in Mekka ankamen, وَقَدْ كُنَّ عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعًا وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَيْهِ Er sagte, bis wir in Mekka ankamen und wir ihn dafür, yani für diese Tat, was? Kritisierten. Doch er weigerte sich, betete trotzdem Richtung Mekka. Als sie in Mekka ankamen, sagte er, Al-Bara, يَبْنَ أَخِي انطلق إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعَتُ فِي سَفَرِ هَذَا Er sagte, O Bruder, O Sohn meines Bruders, lass uns zum Propheten صلى الله عليه وسلم gehen und ihn fragen, über das, was ich in auf meiner Reise gemacht habe. Er sagte, فَإِنَّهُ وَاللَّهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِ مِنْهُ شَيْلًا مَّا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ Er sagte, denn bei Allah, als ich eure Widersetzung mir gegenüber sah, fühlte ich mich nicht wohl. Er sagte, فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ لَا نَرَهُ لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ So gingen wir raus zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl wir ihn nicht kannten, weil wir ihn noch nie gesehen haben. Yani sie gingen ihn suchen in Mekka. فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ Worauf uns ein Mann von den Leuten von Mekka traf. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ So fragten wir ihn nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So sagte er, هَلْ تَعْرِفَانِهِ Dieser Mann sagte und fragte sie, kennt ihr ihn? Sie sagten, nein, la. So sagte er, فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسِ ibn عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ Kennt ihr Al-Abbas ibn عَبْدِ الْمُطَّلِبِ seinen Onkel? Sie sagten, ja. Warum kannten sie Al-Abbas?
Er sagte, وَكُنَّ نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدُمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا. Weil er immer wieder zu uns kam als Händler. Sie kannten also den Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, فَإِذَا دَخَلْتُ, dieser Mann sagte zu ihnen, فَإِذَا دَخَلْتُمَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ. Wenn ihr die Moschee betretet, dann ist es der Mann, der mit Al-Abbas sitzt. Er sagte, فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس. So betraten wir die Moschee, so fanden sie Al-Abbas sitzend vor und den Propheten صلى الله عليه وسلم mit ihm sitzen. Er sagte, فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ. Wir gaben den Salam und saßen uns zu ihm. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Al-Abbas, zu seinem Onkel, هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ. Er sagte, kennst du diese zwei Männer, O Abu al-Fadl? Abu al-Fadl war die Kunie von Al-Abbas. So sagte Al-Abbas, ja, هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. Er sagte, ja, dies ist al-Bara ibn Ma'rur, der Führer seiner, oder der Beste von seinem Volk, oder der Führer seines Volks. Und dies ist Ka'b ibn Malik. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er hörte, dass dies Ka'b ibn Malik ist, al-Sha'ir, yani der Dichter. Ka'b ibn Malik sagte, radiallahu anhu, فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم al-Sha'ir. Er sagte, bei Allah, ich vergesse nicht mehr die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Dichter, denn weil er von ihm gehört hatte vorher. So sagte Al-Abbas, ja. Al-Bara ibn Ma'rur sagte, ya Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hadha. O Prophet Allahs, ich ging auf diese Reise hinaus. وَهَدَانِ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ. Und Allah hat mich zum Islam recht geleitet. فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبِنْيَةِ أو الْبَنِيَّةِ مِنِّي بِظَهْرِ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا. So fand ich, dass ich dieses Gebäude nicht hinter mir lasse. So betete ich zu ihm, zu diesem Gebäude. وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِ فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. Er sagte, doch meine Gefährten widersetzten sich mir, so dass ich mich nicht wohlfühlte. Was ist deine Meinung, o Gesandter Allahs? So sagte er, sallallahu alaihi wasallam, لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا. Er sagte, du warst, beziehungsweise du befandest dich, auf eine Gebetsrichtung, gedulde dich mit ihr oder auf ihr. Yani, er soll weiterhin nach Scham beten und sich gedulden. So sagte Ka'b ibn Malik, فَرَجَعَ الْبَرَاءِ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ. So kehrte Al-Bara von seiner Meinung zurück und betete mit uns nach Scham. Und so waren die Sahaba. Eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben es sofort in Tat umgesetzt. Nicht ich meine, oder aber, oder morgen. Nein, sofort. Und deshalb erreichten sie die höchsten Stufen bei Allah. Aufgrund ihres Gehorsams und ihrer Aufrichtigkeit und ihrer Ehrlichkeit und ihrer Wahrhaftigkeit. Und deshalb sind sie die besten Muslime dieser Umma, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte weiter, wa kharajna ila al-hajj. Dann gingen wir zu Hajj. Fawa'adna
رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. Der Prophet, sie vereinbarten sich mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم, in den mittleren Tagen von Tashriq sich zu treffen. Und die Ayam al-Tashriq sind der 11., 12. und 13. vom Monat Dhul-Hijjah, yani in dem man die Hajj verrichtet. Das sind die letzten drei Tage, die man in Mina verbringt. In den mittleren von diesen drei Tagen verabredeten sie sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dann kam diese Nacht, in der wir uns was mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم verabredet. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا. Er sagte, mit uns war عبد الله بن عمرو, ebenfalls einer der höchsten von unserem Volk. Er sagte, وَكُنَّ نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا. Er sagte, wir hielten diese Verabredung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geheim. Auch vor denen, die mit uns waren, die Götzendiener waren von unseren Leuten. Er sagte, فَكَلَّمْنَاهُ. Dann sprachen wir mit diesem Abdullah ibn Amr. فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِر. Wir sagten ihm, O Abu Jabir, إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا. Du bist einer der höchsten, einer der besten von uns. Er sagte, وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. Er sagte, wir wollen nicht, dass du aufgrund dem, auf dem du jetzt bist, yani deine Religion, morgen Feuerholz für die Hölle sein wirst. Er sagte, ثم دعوته إلى الإسلام. Dann rief ich ihm zum Islam. وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. So rief ich ihm zum Islam und teilte ihm von unserem Treffen mit dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم mit. فأسلم وشهد معنا العقبة. Worauf er zum Islam übertrat, um mit uns bei diesem Treueid anwesend war. Er sagte, وَكَانَ نَقِيبًا. Und er war davon er war danach ein Naqib. Das kommt noch, inshallah. Er sagte, فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Er sagte, wir schliefen in dieser Nacht mit unseren Leuten, bis ein Drittel der Nacht verstrich, worauf wir unseren Ort oder unser Zelt, beziehungsweise das Zelt, in dem sie sich befanden in Mina, verließen und zum Treffen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen. Er sagte, نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة. Er sagte, wir schlichen uns durch Mina in der Nacht, bis wir uns dort vereinten, und zwar bei den Wegen von Al-Aqaba, dort wo der Treffpunkt war. Und wir waren 70 Männer. ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم. Und es waren zwei Frauen von ihnen dabei. Nasiba oder Nusayba bint Ka'b, Ummu Umara. Nusayba oder Nasiba, die Tochter von Ka'b bint Ka'b, die Mutter von Umara. Ihda Nisa'i Bani Mazin ibn Najjar. Wa Asma'u bint Amr ibn Adi. Und noch eine andere Frau, Asma bint Amr. Er sagte, فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعَبِ نَنْتَدِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. So versammelten wir uns dort bei diesem Ort und warteten auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. حَتَّ جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ.
bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und mit ihm Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Und dieser Abbas war damals noch kein Muslim. Er war damals noch Muschrik. Er sagte, وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ. Er war damals, an diesem Tag, war er noch auf der Religion seines Volkes, seiner Leute. إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ إِبْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ. Doch er wollte dabei sein mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er beschützte ihn, obwohl er nicht auf seiner Religion war. Er sagte, فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ. Als wir uns hinsaßen, war Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib der, der als erster sprach. Er sagte, Ya ma'ashara al-Khazraj, O Leute von al-Khazraj, Inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Er sagte, O Leute von al-Khazraj, gewiss ist Muhammad von uns, so wie ihr das wisst. Wa qad mana'nahu min qawmina. Und wir beschützen ihn vor unserem Volk. Mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Von denen, die das Gleiche denken wie ich oder wir. Wa huwa fi 'izzin fi qawmihi wa mana'atin fi baladihi. Und er ist stolz in seinem, unter seinem Volk und er ist beschützt. Yani er will sagen, wie auch in anderen Überlieferungen, dass es ihm hier eigentlich gut geht. Wir beschützen ihn. Abgesehen von den Umständen. Doch er will unbedingt zu euch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam möchte zu euch nach Al-Madinah. Seid ihr ebenfalls in der Lage, ihn zu beschützen? Und wie das Gespräch ausging und was, wie dann danach dieser zweite Treueeid geschah, werden wir mit der Erlaubnis Allahs im nächsten Unterricht miteinander anschauen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.